So, hallöchen meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play. Die Reise ins All. Würde auch irgendwie passen. To the Moon. Ja, ich nehme das immer noch am Stück auf hier, aber Kosten cut natürlich. Wir waren stinkgeblieben das erste Mal. Isabelle hat Johnny die Spieluhr gegeben, die wir auch im Keller gesehen haben. Und nun sind wir wieder am Memory Link sammeln. Wir gucken einfach mal, was hier noch auf uns zukommt. Die Oliven sind sogar das Memento hier. Ja, teilweise kann man auch Links finden, indem man durch die Gegend läuft. Wie zum Beispiel jetzt. Aber jetzt muss ich gucken, was die letzten beiden sind. Ich weiß es gerade gar nicht. Muss ich mal gucken. Oh, ich liebe das Lied. Everything's alright. Es gibt auch eine gesungene Version davon. Das ist eigentlich das Ending sozusagen. Gut, das waren die letzten beiden, dann wollen wir mal. Also Johnny steht da oben und sieht die Blume an. Das sind gerade die Blume natürlich auch das Memento für diese Erinnerung. Also, na klar, ist ja klar, ne? Aber na gut, dann wollen wir mal. Break the wall! Break the fourth wall! Oder ist eigentlich? Egal, ich laber Blödsinn. Bei dem Spiel sollte man eher seine Fresse halten und nur lesen. Oh. Ich sehe schon kommen, dass ich keine Ahnung habe, wieder, wie ich das machen werde. Oder auch nicht. So, war doch gar nicht so schlecht. Ich hab's sogar mal geschafft auf einen Hieb. Ja, bin ich geil, oder bin ich geil. Und hier ist eingelegte Oliven, erstmal lesen. Eingelegte Oliven, Johnnys Lieblingsspeise. Yay! Oh, nom 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 nom, egal. Ist das schon die brillante Atmosphäre eben gerade schon wieder? Na gut. So, jetzt halte ich mal wieder meine Fresse, es kommt wieder Dialog. Also zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Yep, die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlung vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll. Ein eigenes Traumhaus und dann auch noch an diesen schönen Flecken Erde. Ihr habt euch an den Leuchtturm nicht weit von dir dort das Herbert gegeben, stimmt's? Ja, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal, etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen, auf euch beide. Genau, auf uns. Bin gleich wieder, ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr, er hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hütte werden würden. Diese River, wenn du auch so still, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim, und wenn sie mit Isabelle zusammen ist. Ich denke, sie ist es einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Haha, jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also als aus der River ist diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Wie hast du es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd dieses seltsame Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele, jede Menge. Ha, ich habe auch früher mal Origami-Tiere gemacht, die für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Und ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist schon voll mit den Dingern bis oben hin.
Sagt Isabel nicht, dass etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendetwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, das ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eines sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich etwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich, ich habe immer recht, John. Naja, gut. Moment mal, selbst er hatte keine Ahnung, was es mit diesen Hasen los war. Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihnen selbst bekommen. Wie das? Zitronensäcke, ich muss nur kurz mit diesem Wirt einen Besuch abstatten. Nee, gut, wenn du meinst. Dann wollen wir mal. Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegt und liefen für mich? Klar doch, zahlen Sie Bar oder mit Karte. Check. Tut mir leid, Schätze nehmen wir nicht an. Tja, im Schreiben ist das einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, sie haben gar kein Geld? Ich werde sowas von resetten. Geil, scheiße. Hallo, was soll sein? Oh, ich hab gerade eine Idee. Wie kennen wir uns nicht? Hackchen, haben Sie ein Glas und ein Lekt Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie Bar oder mit Karte. Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen darauf. Oho, geklärter Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Kannst du ein Arsch sein, Neil? Ach, mach dich locker. Plump. Und wenn wir einen Link bekommen, na, dann wollen wir mal. Na nun, sehen meine getrübten Augen da, bei Kläsen eingelegte Oliven. So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen. Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Fuß zu voll. Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt! Ach nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toast gekommen. Also in Ordnung. Ja, mich nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelig finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben noch zwei Gläser. Oh mein Gott. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich. Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt.